Herzlich willkommen zum neuen Video aus der Halle 77. Heute wird gebastelt. Was basteln wir heute? Wir basteln uns zwei Audis. Wir brauchen unseren 200er ohne Motor, weil wir haben, das habt ihr in einem Alltagsvideo gesehen, den roten 200er Wand wieder hierher geholt. Und den möchten wir jetzt aufpäppeln, frisch machen, gesund machen, glücklich machen und sowas. Und dazu brauchen wir natürlich von dem Auto ein paar Teile, bevor der wieder zu Autevo wahrscheinlich zurückgeht. Weil wir haben uns schon entschieden, dieses Auto nicht selbst hier weiter zu demontieren. Sprich, der eine braucht den Scheinwerfer, der andere die Glühbirne, der andere den Kotflügel, der andere den Sitz. Da haben wir keine Zeit für. Deswegen gebe ich das ganze Auto entweder jemand, der das ganze Auto haben will, zu einem fairen Preis. Wie gesagt, so ein Auto brauchen wir nicht anfangen, hier 500 Euro, 1000 Euro. Funktioniert leider nicht. Ansonsten geht er zur Autevo, da könnt ihr dann zum Beispiel Teile kaufen, wie Scheinwerfer, Blinker, Kotflügel, Innenausstattung oder was auch immer. Aber vorher will ich mich natürlich an den guten Teilen bedienen. Dazu müssen wir den runterlassen. Und ich glaube, 80% der Leute haben gefragt, wie bekommt ihr die Autos da eigentlich runter? Habt ihr die mit dem Stapler raufgefahren? Das sind ja Bühnen, die auch funktionieren. Und das wollten wir euch jetzt mal zeigen. Dafür müssen wir natürlich erstmal die Autos da drunter wegfahren. Warum? Ja, weil die sonst platt gedrückt werden. Korrekt. Wie spricht denn unser Diesel an? Wiener 1. Du musst nur ein bisschen glühen. Glühen. Komm mal rum, dass du es schon mal weißt. Wenn der jemand mal, fahren sollte, musst du dich ja daran gewöhnen. Vielleicht passiert das ja noch dieses Jahr. Aber ich vermute, 2023 ist das dein Objekt. Und erstmal schon mal einen anderen Schlüssel. Guck mal, da ist der Glühfaden gleich, wenn das geht. Guck mal, der Julian schon repariert. Hat er gemacht. Ja. Hat er gemacht. Aber jetzt ziehen wir mal ein bisschen. Das Zeitschaltrelief fehlt ja. Wie lange glüht man denn so? 15 bis 20 Sekunden. Boah, ich glaube ein bisschen länger hier bei der alten Heizelfahrerei bei 0 Grad. Jetzt bei der Außentemperatur auf jeden Fall. Bist bereit, Sven? Jo. Alter. Eigentlich echt schade. Wir haben uns aber bis jetzt noch nicht um Teile gekümmert. Einen 123er haben wir, aber den können wir nicht schlachten. Und den schlachten wir auch nicht, weil den wollen wir jetzt auch noch am Laufen haben. Und zu dem anderen erwartet euch, sag ich euch jetzt schon, noch ein geiles Video, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Können wir, Julian, können wir direkt anmelden. Ja, los geht's. Wenn du die Aqua Fresh Funktion weiterhin behalten möchtest mit der Lüftung, dann können wir das machen. Da bezahlst du in der neuen S-Klasse richtig Geld für. Ja, das stimmt. Eigentlich reicht das doch auch, wenn wir den anmelden für einen Stadtcruiser. Da hat er nur drei Gänge, ne? Du kannst halt nur 80 fahren. Aber wir haben jetzt zwei abgehoben. Willst du nach links, nach rechts? So ein Heizöl-Ferrari ausmachen? Der Umwelt zuliebe und so? Oh. Bringt dein Golf auch so gut an? Ja. Echt? Ja. Auch erste Mal glühen an? Ich mache es oft zweimal jetzt, wo es so kalt ist. Obwohl er beim ersten Mal anspringen würde oder weil er nicht anspringt? Weil er beim ersten Mal dann ein bisschen ruckeliger ist. Aber nach dem zweiten Mal eigentlich super. Aber macht das einen Unterschied, ob man einmal länger lässt oder ob man den Schlüssel wieder rumdreht? Das ist eine gute Frage. Viele, ich glaube, ich habe oft gehört, viele, das ist auch wieder vor meiner Zeit, viele haben, glaube ich, zweimal vorgeglüht. Und so ganz, ganz, ganz alte Trecker zum Beispiel, da gab es so eine Lampe, die da angemacht hat und hast die unter die Ölwanne gestellt und hast so mit dem Motor vorgewärmt, weil der sonst auch nicht ansprang. Boah. Und, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, korrigiert mich, Taxen hat man früher nicht ausgemacht, wenn die 400, 500 oder 700.000 gelaufen haben, weil wenn die aus waren und über Nacht abgekühlt sind und im Winter sprangen die nicht wieder an, die musste man angeblich anziehen. Wie gesagt, habe ich mal so gehört, weil die Motoren halt schlechte Kompression hatten, aber demnach scheint der Motor ja gesund zu sein, ne? Mhm. Ah, guck mal, Bühne hoch und so geht unsere Bühne auch runter. Mhm. Ich sag dir, diese Bühnen sind geil. Erstmal haben wir da drunter die Autos, trockene Stellplätze und wir haben mehr Platz. Ich würde sagen, komm, ist schon schattig, ne? Wir schieben jetzt das Teil rein und dann sehen wir uns gleich drin wieder. Rum jetzt schon, jetzt rum, ja, geht. Beide Autos haben wir aufgebockt und ihr fragt euch jetzt, was hast du vor? Mein Ziel ist es, dieses Auto wieder vollständig toll auf die Straße zu bringen. In einem Alltagsvideo, Werkstatt-Alltagsvideo, sind wir den gefahren, Julian, und wir haben festgestellt, Federbein vorne, Achse fühlt sich wabbelig an, ja. Bremse gut, aber irgendwie Federbein, Federung nicht gut. Mhm. Wenn ich mich nicht recht erinnere, war das bei dem recht neu. Mhm. Hier ist schon mal ein ganzer A-Punkt, Teile, Ersatzteile. Also alles, was bei dem Roten schlechter ist. Hier sehe ich zum Beispiel als allererstes, oh nein, der ist auch was abgebrochen, schade. Diese Abdeckung, wir gucken mal bei dem Roten. Nee, ist besser.
die ist gut. Also alles, was wir hier schlecht finden, fehlende Klipse, Schrauben, da oben sehe ich zum Beispiel irgendein Klebeband. Das ist darunter erwartet. Ist kaputt gebrochen, ne? Mhm. Mm. Kommt mal direkt mit. Dann fangen wir direkt mit den ersten Teilen an, wo wir vielleicht Sachen verbessern können. Weil so ein Audi 200 findet ihr nicht auf jedem Schrottplatz. Und da sehe ich, es ist Top-Zustand. Alles, was noch besser ist, von rechts nach links. Wir werden aber immer versuchen, dieses Auto nicht zu rupfen, wie so ein Hühnchen, sondern er kriegt halt nur die schlechten Federn wieder reingesteckt. Weil, wie wir wissen, lackmäßig oder hinten an der Motorhaube sieht das ganz, ganz schlimm aus. Und den roten wollen wir ja, wie gesagt, auf der Straße bringen, weil wenn du da in den Motorraum reinguckst, Sven, ganz tolles Auto. 217.000 gelaufen, dritte Hand das Auto. Und jetzt fangen wir an, natürlich die Teile, was hier eh wegkommt, zu verwerten. Ich würde sagen, wir heben einfach mal beide hoch und gucken uns beide von unten an. Ich mach den, du den. Wer ist denn Erster? Bist du bereit? Ja, haben wir eine Beschleunigungsbühne? 1, 2, 3. Ich glaube, du hast einen Schnellstart gehabt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier bei dem schlecht war. Also was ich weiß, der sieht von unten natürlich auch ziemlich rostig aus. Oh, das ist direkt abgefallen. Ja, wollte ich gerade sagen, boah, schon in die Ölleitung eingearbeitet. Das machen wir natürlich neu. Aber dass das überhaupt noch vorhanden ist. Hier ist Traggelenk. Boah, das sieht, also der Querlenker. Und Stabi, das hat auf jeden Fall Spiel gehabt, weiß ich bei dem. Und hier muss das rechte Federbein. Das sind H&R-Federn und ich habe hier schon gemerkt, der Dämpfer ist definitiv hinüber. Jetzt gehen wir mal rüber zum Weißen. Der ist auch tiefer gelegt. Da sind KAW-Federn drin. Nagelneuer, das siehst du, der hat nichts getan. Nagelneues Traggelenk, also Querlenker. Die Gummis sind alt, die machen wir dann in dem Zug mit neu. Also wir können hier die Querlenker von dem übernehmen und das die Stoßdämpferpatrone, oder besser gesagt, das Federbein. Mhm. Aber jetzt kommt ja das große Gemische. Pass auf, jetzt wird es erst richtig lustig, um das Ganze mal zu verstehen. Guck dir mal unsere Bremse hier an. Die ist ja ziemlich rostig, weil sie rumstand. Aber fällt dir was an der Bremse auf? Das ist einfach eine Scheibenbremse. Richtig, eine HP2-Bremse nennt die sich. Wenn wir jetzt mal rübergehen zu unserem 200er, fällt dir was auf? Das ist, glaube ich, eine UFO-Bremse. Genau, die wird UFO-Bremse genannt. Das ist keine Stahlfelge hier hinter, sondern das ist das Bremssystem. Jetzt möchte ich aber dieses Auto hier original lassen. Wir wissen, dass hier die Stoßdämpfer kaputt sind. Ne? Der hat gute Stoßdämpfer drin. Das Auto fuhr tadellos, das weiß ich noch. Aber ich brauche die Bremse an dem 300er. Weil hier ist auch noch die UFO-Bremse drauf. Ja. Und ich möchte gerne das bessere Bremssystem natürlich für unseren stärkeren Fünfzylinder haben, weil dieser hier ist ja leistungsgesteigert. Das heißt, wir brauchen das Federbein aus dem Weißen in unserem 300er. Somit kommt dieses Federbein, was top in Ordnung ist, da sind auch neue Stoßdämpfer drin, da sind sogar Konis drin. Oh, weil das wird ein richtiges Tubabubbel. Fakt ist, was wir auf jeden Fall machen sind, wir bauen uns bessere Teile. Alles, was hier an unserem schlechter ist. Hier sehe ich zum Beispiel das Fahrwerk. Guck mal hinten das Fahrwerk und Federn an. Oh ja. Die sehen nicht gut aus. Auch wenn es Konidämpfer sind oder auch hier die Lager. Das werden wir alles rausreißen. Hier sehe ich, haben wir schon eine neue Bremsleitung eingebaut. Wahrscheinlich, weil er Bremsflüssigkeit verloren hat. Ja, die haben ja, hier ja schon gemacht. Jetzt gehen wir mal hier rüber und gucken mal. Hier sehe ich zwar H&R, das sind wieder die KAW-Federn. Vielleicht nehmen wir auch die. Und hier sehe ich neuwertige Bilstein-Stoßdämpfer. Da können wir uns doch auch dran vergnügen. Und guck mal, hier sieht auch unsere Achse deutlich besser aus. Mhm. Wobei diese Achsgummis kosten nichts, die können wir dann in dem Zuge neu machen. Aber ihr versteht, was ich meine. Alles, was an dem schlechter ist, also an dem gut ist, bauen wir an den roten. Und das Tuning-Zeug zum Beispiel von dem, wie die Bremse vorne, kommt im 300er, weil die Bremsanlage von dem roten nämlich top ist. Aber ich glaube, das ist jetzt viel zu erklären, sondern ich würde sagen einfach, der Julian fängt jetzt an. Federbeine ausbauen, Achsen unterwegs, Stoßdämpfer, also alles, was wir gebrauchen können, was an dem roten schlechter ist. Mhm.
Und zwischendurch schnappe ich mir die Legia-Kamera und zeige das einfach mal. Ist vielleicht einfacher, bevor ich hier eine Theorie aufstelle, die nicht passt. Ja, herzlich willkommen zum großen Audi 200 Tupperbubbel rum. Wir wollen ja aus unserem wunderschönen Audi 200 Avant, wollen wir ja ein schickes, komplettes und technisch einwandfreies Fahrzeug machen. Der Ralf, der hat da drüben auch schon angefangen, hier an unserer Limousine die Hinterachse zu lösen. Warum die Hinterachse? Ganz einfach, kann ich euch zeigen. Und zwar hier, ihr seht diese wunderschönen Lager hier. Die sind komplett rissig aufgequollen und zusammengedrückt. Unter anderem diverse andere Lager etc. sind auch nicht mehr das Wahre. Jetzt die Frage, warum macht man da nicht einfach neue Gummis rein? Ganz einfach, die gibt's nicht. Sie gibt's nicht mal einzeln aufgeführt im Ersatzteilkatalog. Sprich, ich habe keine Teilenummer dafür. Dementsprechend kann ich auch leider nicht danach suchen. Und alles andere, was ich jetzt im Freitext eingegeben habe, hat leider zu gar nichts geführt. Kurzerhand haben wir entschlossen, wir tauschen einfach die komplette Hinterachse von links nach rechts. Das Schöne an dem Auto ist ja, dass sich der Kombi und die Limousine eigentlich kaum technisch unterscheiden, also zumindest unten drunter. Der einzig große Unterschied ist da wirklich nur, ich nenne es jetzt mal da diesen verlängerten Innenraum. Und deswegen können wir da einfach feuchtfröhlich von links nach rechts bauen. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen Unterschied zwischen der Limousine, was hier besser ist, und warum wir das Ganze so umbauen. Ja, man sieht es hier jetzt leider nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen drum untergekrabbelt. Oh, jetzt sind wir da. Also wie ihr seht, hier die Gummis sind bedeutend besser. Der hintere fängt auch schon leicht an zu reißen, aber ist immer noch besser als der drüben vom Avant. Ralf hat schon angefangen, die Bremsleitungen zu lösen. Jetzt gerade eben kümmert er sich um den ABS-Sensor. Ist das richtig? Ja, ne? Das ist richtig. Das ist richtig. Und der Stecker ist hier unter der Rücksitzbank. Ah, er hat den dann schon abgesteckt. Super. Das wäre mal das eine. Das andere ist, wir werden dann das Fahrwerk tauschen auch. Denn ja, das sieht ja auch super knusprig aus. Das drüben sieht neuwertig aus. Also das werden wir auf jeden Fall auch von links nach rechts tauschen. Dann hier seht ihr schon, die Bremse ist auch erheblich besser. Die ist zwar jetzt ein bisschen rostig, das ist aber nur vom Stehen. Ansonsten ist hier auch der Bremssattel neu, die Beläge sind neu. Und das sieht hier ja auf der Seite auch nicht wirklich toll aus, ne? Also recht in Mitleidenschaft gezogen. Beim Auspuff habe ich jetzt einfach nur den müssen wir jetzt quasi, was heißt retten, was zu retten geht. Ich habe neue Schellen auf jeden Fall schon mal bestellt, denn die werden definitiv drauf gehen. Da braucht man nicht mehr groß anfangen, da irgendwas zu versuchen. Hier ist er, wie gesagt, auch schon ein bisschen aufgequollen. Das werden wir aber irgendwie uns schick schweißen auf jeden Fall. Der Ralf ist da ja sehr begabt, was das angeht, wenn ihr euch an den T3 erinnert. Dann wird es auf jeden Fall weitergehen an der Vorderachse. Hier werden wir die kompletten Querlenker tauschen, denn, jetzt kann ich glaube mal rübergehen, die sind ja hier auch eigentlich echt nagelneu, also nichts dran zu mosern. Die Bremsanlage, habt ihr ja auch schon gehört, die wird dann irgendwann da drüben in den V8 reinwandern, beziehungsweise ehemals V8, jetzt 300. Hier drüben bei unserem Avant sind die Stoßdämpfer kaputt. Also werden wir da die Stoßdämpfer auch tauschen. Und zwar werden wir voraussichtlich dann, da ist ja ein Patroneneinsatz, der werden wir dann hier uns an den Dämpfern bedienen. Ansonsten, was ich noch gesehen habe, vorne die Gummis vom Stabilisator, hier sieht man es auch, hier sind sie auch schon eingerissen. Poltert, soweit ich das gehört habe, auch ein klein wenig, sind halt auch schon recht ausgenudelt. Ja, hier sind es auch nicht mehr die allergeilsten, auch schon eingerissen und ausgeleiert, wie man sieht. Ja, gibt's aber nach stundenlanger Recherche auch nur bei Audi Tradition. Und das ist das, was leider ein bisschen traurig ist an diesen Fahrzeugen. Zum Beispiel bei unserem Urquattro suchen wir ja auch schon seit sehr langer Zeit eine Spurstange. Gibt es einfach nicht mehr. Also die Ersatzteilversorgung bei Audi, was Oldtimer betrifft, ist leider sehr, sehr rar, muss man sagen. Ist schade. Ich kenne das Problem selbst aus meinem Audi 80 Cabrio. Da sucht man sich manchmal wirklich den Wolf. Vor ein paar Jahren, als
es noch im, ich nenne es jetzt mal im freien Handel verfügbar war, auch von Fremdherstellern, war das noch ein bisschen besser, aber es wird ja so langsam die Luft dünn. Ich hoffe, Audi Tradition rüstet da in seinem Sortiment ein bisschen auf, denn es wäre natürlich schade, wenn man so ein Fahrzeug einfach nicht mehr bewegen kann. Einfach, weil es keine Teile mehr gibt, wenn irgendwas kaputt ist. Ne? Ich meine, gerade hier so ein heißes Gerät wie dieser Avant, den man jetzt, weiß Gott, wirklich nicht mehr sehr oft auf der Straße sieht, ist es halt wirklich super, super schade. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was wir hier so treiben. Wir werden jetzt aber als allererstes mal, wie bereits erwähnt, hier die Hinterachse rausreißen. Die Hinterachse ist hier komplett draußen, wie ihr seht. Nicht von der tollen Konstruktion hier stören lassen, denn wir wollen ja, dass unser Hinterachsgetriebe hier drin bleibt. Und da wir aber nur zwei Getriebeheber haben, der eine steht noch hier, hält das andere Getriebe, denn hier ist die Hinterachse auch schon komplett draußen. So, das ist die vom 200, also ja, vom 200 sind ja beide 200er. Von dem roten, da kann ich euch mal schnell ein bisschen so ein paar Sachen zeigen. Also der Hauptgrund, warum wir die jetzt getauscht haben, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, das sind hier diese wunderschönen Lager. Und ja, hier haben wir auch dann riesige Manschetten überall. Hier. So, hier ist, ja, hier sind noch okay, aber hier ist er auch gerissen und, ja. Also, was haben wir gemacht? Ich habe Ralf mal 5 Minuten allein gelassen und schon zaubert er hier sowas daher. Ja, jetzt hat er einfach die Hinterachse komplett sauber gemacht, auch ein bisschen schick gemacht. Jetzt haben wir im Endeffekt das Einzige, was wir umgebaut haben, das waren hier die Bremsleitungen. Denn die hatten wir bei dem roten hier schon mal neu gemacht, weil die geplatzt sind. Gell, Jan? Ja, ne? Die sind geplatzt oder durchgerostet und deswegen haben wir die einmal schon mal neu gemacht. Die haben wir natürlich übernommen. Wie man vielleicht eben hier jetzt sieht, hier sind die Lager wesentlich besser. Auch hier die Manschetten, das ist alles nahezu neuwertig eigentlich sogar. Das Ganze werden wir jetzt erstmal hier liegen lassen, denn wir haben hier noch ein, zwei Sachen gefunden. Und zwar, guckt mal hier, der Tank, der braucht auf jeden Fall ein bisschen Liebe und Entrostung. Genauso wie, wo war es denn? Oh, der Jan hat es irgendwo entdeckt. Ach ja, genau, hier. Hier müssen wir ein bisschen was machen, dort müssen wir ein bisschen was machen. Also überall ein bisschen Rostbehandlung erst machen, bevor wir da die ganze Hinterachse wieder hinschrauben. Ansonsten sieht das soweit alles okay aus. Was wir auf jeden Fall auch noch vorher gangbar machen müssen, ist der Kollege hier. Jeder, der 2er, 3er Golf etc. fährt oder gefahren hat, der kennt's. Der wunderschöne Bremskraftregler ist an Ort und Stelle festgerostet. Ja, das muss auf jeden Fall auch wieder funktionieren. Der Jan hat sich jetzt da hier den 300er mal geschnappt. Und ich glaube, der fängt jetzt an, die Bremse auszubauen. Ist das richtig? Nein? Noch nicht? Noch nicht. Erstmal geht es um eine Kraftstoffpumpe. Ach so, okay. Also erst Kraftstoffpumpe. Aber dann eben, ihr fahrt ihr nochmal auf den Prüfstand, richtig? Mit neuer Pumpe zum Vergleich? Ja. Und dann geht's hier ran. Wie bereits erwähnt, kommt ja diese wunderschöne HP2-Bremse dann vorne drauf. Wo wir witzigerweise sogar neulich noch niegelnagelneue Klötze dafür bekommen haben, was natürlich super ist. Ralf, was meinst du? Machen wir weiter? Ich warte, okay. Dann höre ich jetzt mal auf, weil sonst wartet sich der Ralf zu Tode. Tja, gute Nachricht an alle Typ 44-Fahrer. Die Hinterachslage gibt es doch noch, haben wir gerade rausgefunden. Und zwar, hier sieht man die Teilenummer noch ein bisschen. Und wir haben das jetzt mal abgeglichen mit dem, was wir gefunden haben. Und tatsächlich, das sind die richtigen. Gut, wir werden sie jetzt trotzdem nicht wechseln, denn erstens mal, also die sind mal wirklich gut. Die sind weder ausgeschlagen, noch riesig, noch sonst irgendwas. Die kann man auf jeden Fall noch verbauen. Vor allem das auf der Presse, diese ganze Konstruktion hier, da darfst du wieder alles komplett zerlegen etc. Ja, wer weiß, ob man dann nicht wieder mehr kaputt macht. Ne? In der Regel hätte ich sie wahrscheinlich neu gemacht. Ihr kennt mich ja. Ich mache alles neu. Nein, aber wie gesagt, das kann man auf jeden Fall vertreten, das Ganze. Und bevor wir uns jetzt die Arbeit und Mühe noch machen, es geht ja hauptsächlich, wie soll ich sagen, um die Gesamtsubstanz der Hinterachse. Dadurch eben, wie gesagt, dass hier die ganzen Gelenke etc., Gummis, alle noch tipptopp sind. Und deswegen machen wir uns in dem Fall die Mühe nicht. So, der Jan, der hat sich jetzt hier an den Umbau des Federbeins gewagt und hat mal angefangen, die Bremsanlage zu zerlegen. Ich würde sagen, Marco hat die Bremse auch bis zum letzten ausgeladen.
Ja, also, sie war komplett bezahlt, also, sie ist komplett benutzt. Genau. Sagen wir es einfach mal so. Ungefähr so. Scheiben. Aber, das Beste kommt ja noch. Ja, also die Scheibe ist dünn wie Papier. Ja, das ist schon, also die, ich würde sagen, ist verschlissen. Ja, schon echt übel. Oh, super. Ja, Marco, ne? Weiß Bescheid, ne? Ja, also jetzt können wir das ja wenigstens mal hier richtig schön zeigen, diese UFO-Bremse, wie sich das so nennt. Hey, wer quatscht denn da rein? Macht ihr euch lustig über meine Bremse? Nein, machen wir nicht. Ach du Scheiße. Voll bezahlt, ist schon heftig, ne? Oh, da war nicht mehr viel mit los, ne? Nee. Also, ja. Wie gesagt, Seidenpapier, ne? Aber ist schon echt eine verrückte Konstruktion hier, ne? Mit dieser UFO-Geschichte. Das Verrückte an der Sache ist ja, dass diese Bremse, ich glaube, die gibt es bei Audi Tradition wieder neue. Echt? Ja, ich glaube, Bremse kosten Tausender. Oh, das geht ja noch. Die beiden Kollegen hier. Aber das Gute ist, deswegen schlachten wir die Autos ja auch. Ja, eben. Weil jetzt können wir das HP2-Federbein umbauen und das ist hier deutlich bessere Bremse wie diese jetzt. Aber ist schon eine lustige Sache, weil um Bremsklötze zu wechseln, musst du, glaube ich, zuerst die Scheibe ausbauen und dann die Klötze zu wechseln. Ach Gott, Du nimmst erst den kurz hier raus. Dann kannst du die Bremsscheibe wegnehmen und dann kommt als letztes der Klotz raus. Ich weiß, dass diese Bremse oft gehasst ist, aber das war die meistgestellteste Frage im Museum. Was ist das denn hinter der Alufelge für eine Stahlfelge? Habe ich auch gedacht. Wo ich das allererste Mal gesehen habe, ich so, hä, was ist das? Und das Gute ist ja, bei unserem roten 200er, guck mal, die Bremsscheibe ist vor kurzem jetzt neu gekommen. Also eben, so sieht das dann neu aus, ne? Nur so auch Belege zum Vergleich. Neu. An dem Auto ist wirklich viel kaputt, ne? An dem roten. Boah, ist auf jeden Fall ordentlich Wartungsstau, ja. Und da ist das alles, was wir jetzt benötigen, in Ordnung, ne? Richtig. Also macht es auch wirklich Sinn, um den wieder zum Leben zu erwecken, weil Teile für das Auto ist super schwer zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Deshalb hat sich jetzt der Weiße, da wir uns ja eh schon an dem Motor bedient haben, Hauptkind ist jetzt eh ins Wasser gefallen, kommen wir nicht mehr da raus, ziehen jetzt die Federbeine, ich glaube, jetzt kann man es gleich deutlicher erkennen, in den 300er, aber die Stoßdämpfer, die in den Federbeinen drin sind, und die Federn brauchen wir jetzt auch, weil ihr ja die Hinterachsfedern komplett von der übernommen. Limo in den übernimmt, weil die H&R-Federn, die in dem roten drin waren, komplett weggerostet waren, glaube ich. Richtig. Aber die Stoßdämpfer brauchen wir dann für den. Also das wird jetzt noch ein ordentliches Mischelmasche. Stoßdämpfer-Tupperbubbel rum, ne? Wie du so schön sagst. Auspuff-Tupperbubbel ist ja auch noch da. Ich hätte übrigens noch eine Auspuffanlage, eine Sportauspuffanlage für so ein Fahrzeug. Aber die lassen wir hier Serie. Aber die Bremse ist echt doch gut, ne? Der Jan guckt gerade was ich auch gerade sehe. Ist das eine Spurplatte? Das ist eine Spurplatte, die auf jeden Fall schon Ewigkeiten da drauf ist, weil sonst passen wahrscheinlich nicht alle Felgen, weil das die ja hier sehr weit reingeht. Das kann sein. Bei dem anderen habe ich auch die Spurplatte. Oha! Aber eine Ecke dünner als die. Das ist ja witzig. Ja, diese UFO-Bremse ist auch ein Fall für sich. Also ich bin auch kein Fan davon, aber diese hier ist im guten Zustand. Das ist original, das kann man so weiterfahren. Und damit bekommt man ja auch so TÜV und Abgase sind sehr gut. Ja, ich hetze euch nicht weiter. Ich gehe wieder rüber zum Daniel. Und ihr seid ja hier mit euren Tuba-Bubbel rum zu beschäftigt. Genau. Ich habe mich dem Bremskraftregler hier gerade mal angenommen. Und zwar habe ich den aus dem roten, das ist der hier, der Kollege. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, jeder Golffahrer kennt das, wenn das Ding hier festgammelt. Und der ist fest. Das ist jetzt der aus dem weißen, aus der weißen Limo. Hier geht zumindest schon mal dieser Hebel, der war gangbar. Aber hier ist ja noch ein Kolben drin. Und dieser Kolben, der sollte ja bewegt werden mit diesem Hebel. So, das Problem ist aber, da wird hier gar nichts gedrückt. Und wenn da nichts gedrückt wird, kann sich da drin natürlich auch nichts verstellen. Deswegen habe ich das jetzt hier aufgeschraubt. Muss auch ein klein wenig Gewalt anwenden mit der Feststellzange, denn die Hülse und das Gehäuse sind auch beste Freunde über die Jahre geworden. Die wollten sich gar nicht loslassen. Deswegen habe ich das jetzt aufgedreht und ich versuche diesen Kolben jetzt mal hier rauszunehmen, sauber zu machen, damit der auch wieder funktioniert, der Kollege. Der Bremskraftregler ist jetzt soweit wieder gangbar.
und auch wieder eingebaut. Und ich hoffe natürlich, dass das nach wie vor dicht ist, wo ich das jetzt da dran rumgeschraubt habe. Ich bin jetzt gerade hier dabei, ein bisschen mir den Rost freizuschaufeln sozusagen. Das alles ein bisschen hier mit der Drahtbürste abzubürsten. Hier am Tank habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Jetzt habe ich hier gerade die Spritleitungen gesehen. Ja, die sind auch schon etwas in Mitleidenschaft gezogen durch Rost. Ich versuche das jetzt auch alles so weit wie es geht zu entrosten. Ich habe jetzt auch extra hier die Gummis rausgenommen, weil wie man sieht, direkt hier, da wo der Gummi quasi aufhört, also hier wo der Gummi drüber ist, da wird es relativ gut geschützt. Aber dann links, rechts hier an den Rändern, da sieht man, da ist das ordentlich knusprig. Wer sich vielleicht daran erinnern mag, die letzten Tage, Wochen, der Jan, der hat sich da ganz viel damit beschäftigt. Ja, Markus Auto haben immer diese Krankheit, dass die Bremsleitungen durchrosten und die Kraftstoffleitungen durchrosten. Das ist ja so eine ganz, ganz kleine Leitung, die man hier auch super geil biegen kann. Also da muss man schon ordentlich Kraft aufwenden. Die sind mal nicht eben schnell einfach so gebürtelt. Und, Moment, jetzt habe ich meine Lampe vergessen. So. Und der hat da schon ordentlich geflucht und ist da halt verzweifelt. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, na komm, wenn wir jetzt eh schon hier am Entrosten sind, dann mache ich das gleich mit, bevor die dann auch noch durchrosten und wir die Arbeit fünffach und doppelt haben. Deswegen werde ich die jetzt über Nacht mit Brunox einsprühen, genauso wie die ganzen Achsteile etc. und wo ich noch was gefunden habe. Ja, und dann kann es über Nacht heute schön einwirken und ich hoffe, dass ich morgen dann ein schönes Ergebnis bekomme. Dann bringe ich euch mal auf den neuesten Stand. Ist in der Zwischenzeit schon wieder einiges passiert hier. Und zwar, wie ihr vielleicht seht, ist die Hinterachse in unserem roten Avant schon wieder eingebaut. Ja, wir haben das alles natürlich ein bisschen schick gemacht, bisschen Rostbehandlung überall gemacht, den Tank haben wir schön gemacht wieder. Ja, hier auch, zuletzt habt ihr ja gesehen, hier die Spritleitungen. Die habe ich auch wieder einigermaßen gut hinbekommen. Boah, eben und überall, wo es halt so ein bisschen rostig war, habe ich das abgeschliffen, lackiert, auch wenn es ja wahrscheinlich nicht ewig hält, aber für den ersten Moment tut das auf jeden Fall gut. Bremsschläuche sind auch schon neu. Die Leitungen, ihr erinnert euch, die haben wir ja schon mal neu gemacht. Die haben wir selbstverständlich wieder zurückgebaut. Ja, hier warte ich noch auf ein Handbremsseil. Das fehlt hier. Hier ist es schon drin. Hier fehlt es noch. Das liegt nämlich noch hier unten. Das war leider fest und nicht zu retten. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, juhu, ich kann mir da einfach das aus der Limousine holen. Ja, das Problem ist jetzt bei dem Ganzen, das ist, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier die Hülse noch zwischen. Ja, wie man es vielleicht sieht, haben die unterschiedliche Längen. Jetzt habe ich in meinem Ersatzteilkatalog nachgeguckt und tatsächlich links und rechts ist ein Unterschied. Die linke ist 2 cm länger als die rechte, genau. Ich vermute, weil das sind nämlich schon Nachrüst, also beziehungsweise nicht Erstausliefer Handbremsseile hier, sondern auch schon Nachbauten. Ich vermute einfach, dass man das wohl nicht berücksichtigt hat und somit quasi zwei linke eingebaut hat. Und deswegen kann ich mir eigentlich nur erklären, warum das zu lang ist. Ja, ist schon bestellt, kommt auf jeden Fall noch. Bauen wir dann noch ein. Dann versuche ich euch nochmal hier unser, wie soll ich es nennen, Federbein, Stoßdämpfer, Tupperbubbel rum verständlich zu erklären. Also, pass auf. Der Jan hat hier das Federbein vom 300er ausgebaut. Und jetzt haben wir ja auf unserem weißen das Federbein mit der HP2-Bremse. Die soll jetzt hier rein. Hier haben wir aber ein anderes Fahrwerk drin und andere Stoßdämpfer drin. Das ist ja hier in dieser Patrone. Jetzt brauchen wir von diesem hier, das Fahrwerk hinten, haben wir jetzt in den roten reingeschraubt. Also sprich, wir brauchen diese Federn und diese Stoßdämpfer in diesem Federbein drin. Die Bremse bleibt, aber wir brauchen quasi das komplette Fahrwerk, weil hier ist der Stoßdämpferfratze. Und dann bekommt quasi der Weiße das Federbein vom V8 bzw. 300er mit den
runtergekommene Uferbremse und dem dazugehörigen Federbein. Also wie ihr seht, viel hin und her. Ich muss selber erst 5-mal überlegen, bis ich es verstanden habe. Aber es hat dann doch geklappt. Hier, die da habe ich auch noch bestellt. Die habe ich ja bei Audi Tradition bekommen, Gott sei Dank. Ansonsten sind wir eigentlich noch lange nicht fertig, weil das ist jetzt eigentlich alles nur der, ich sag jetzt mal, technische Teil, also alles, was unterm Fahrzeug passiert. Aber wir haben hier ja noch ganz, ganz viele andere Baustellen. So, zum einen hat das Auto nicht seine volle Leistung, haben wir gemerkt, und springt ein bisschen scheiße an auch teilweise. Da werden wir auf jeden Fall neue Kerzen reinmachen, das ist mal das eine. Zum anderen vermute ich, dass der Luftmassenmesser einen kleinen Treffer weg hat. Das ist ja bei den 20V Turbomotoren leider, leider relativ häufig der Fall. War es bei mir selbst auch schon. Und da kann ich euch sagen, spart nicht, nehmt den Originalen von Bosch, ihr werdet sonst keine Freude haben. Ich habe diese Erfahrung, wie gesagt, selber gemacht, habe auch gedacht, juhu, hast billig eingeschossen, ja, und dann habe ich da nochmal einen teuren gekauft. Deswegen denke ich mal, werden wir das wahrscheinlich damit in den Griff bekommen. Das nächste, was noch ansteht innen drin, den Himmel, das habt ihr ja gesehen, das haben wir ja alles schon gemacht, der sieht auch wieder richtig geil aus. So, und hier haben wir aber noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mir aufgeschrieben habe. Eben, Fensterheber haben wir ja die Geschichte noch auf der linken Seite. Wischerschalter geht scheinbar nicht. So, Vorderachse Träger ausgeschlagen. Was war denn das? Das war das Poltern vom Stoßdämpfer. Das habe ich einfach mal so aufgeschrieben. Ja, die Tankanzeige müssen wir auf jeden Fall rausholen, denn der Tank zeigt immer gleich viel an. Also ich vermute, dass er festgegangen ist. Bremsschläuche hinten sind bereits ersetzt. So, Display Tacho, das ist da hier dieses viereckige Kästchen da oben, wo ihr angezeigt bekommt, wenn irgendwas mit eurem Auto nicht toll ist. Die Matrix, die ist halt da im Eimer, aber das ist ja auch ein sehr bekanntes Problem. Das kann man zur Not auch noch später machen. Das ist jetzt nicht so das Thema. Aber als wir das Auto gewaschen haben, ist mir aufgefallen, dass hier überall, hier sieht man es sogar noch. Hier sind überall Kalkspuren und zwar haben wir hier das Problem, dass hier überall Wasser zwischen den Scheiben eintritt. Hier auch. Ja, mal ein bisschen sauber. Ja, genau, hier sieht man es. Die sind natürlich verklebt, soweit ich das weiß. Das heißt, wir werden die alle einmal rausnehmen, ja, neu verkleben. Dann sollte das auch erledigt sein. Was wir noch machen müssen, auf jeden Fall hier der Auspuff. Neue Stellen sind gekommen. Eben, wie gesagt, die Sache hier müssen wir noch schweißen, ein bisschen schön machen. Und dann sind wir technisch, was untenrum angeht, eigentlich erstmal durch. Guten Morgen, Ralf. Neuer Tag, neues Glück. Der Ralf, der war schon ordentlich fleißig und wie ihr seht, hier fehlt auch schon einiges. Wenn wir uns natürlich ein Auto schlachten, dann holen wir uns natürlich auch die guten, brauchbaren Teile hier raus. Ihr wisst ja, so ein diverser Getriebeverschleiß bei Marco ist ja vorhanden. Deswegen nehmen wir das lieber mal hier auf Lager. Genauso wie hier das Hinterachsdifferential, die Antriebswellen etc. Das kann man alles mal gebrauchen. Ralf, wie ist dein weiterer Plan? Eigentlich ist dann jetzt der Plan hier raus, damit wir wieder zusammenpuzzeln können, was Jan da wieder ausgebaut hat, damit wir dann den wieder rollbar kriegen. Also wie ihr seht, unser Hin- und Her-Tupperbubbel hier ist im vollen Gang. Ich habe da gestern hier auch mir schon mal, hier sitzt ja normalerweise dieser Unterdruck, Speicher. Den habe ich mir gestern hier auch schon mal rausgeholt. Und das hat nämlich folgenden Grund. Ich habe nämlich gemerkt beim Fahren, dass teilweise, wo haben wir denn hier mal eine Lampe? Ach ja, genau. Dass teilweise das Pedal ein bisschen durchfällt und beziehungsweise das hart wird. Ja, und jetzt guckt mal hier unten. Hier läuft überall die Siffe davon aus diesem wunderschönen Speicher. Und ich würde mal fast behaupten, dass das die Ursache dafür ist. Also wird das da. Hör mal auf zu klopfen, ja, Mensch, versteht man ja keinen Ton. Dass das hier später noch reinwandert. Dann gehen wir hier mal zum Klopfmeister. Was machst du? Ja, du musst, glaube ich, irgendwie was Antriebswellen umbauen oder so, ne? Oder zumindest die Manschetten neu machen. Irgendwas musstest du machen, hast du gestern erzählt. Ich habe einen Ring. Ach ja, genau, der ABS-Ring. Der einfach weggerostet ist und wir kennen das Spiel ja mit dem Antriebswellenkopf vom T4. Ja. Also stimmt. Nehme ich mal einen anderen. Stimmt, das kennen wir schon.
Wer das auch ganz oft hat, ich glaube Peugeot ist da auch Meister drin, die brechen dann gerne. Dann kommt ein wunderschöner ABS-Fehler und man wundert sich, wieso, weshalb, warum. Das liegt dann entweder daran, dass der Ring gebrochen ist und ein, ja, ich sag jetzt mal Fehlsignal gibt, oder, was ich auch schon hatte, dass der ABS-Ring sich auf der Antriebswelle dreht. Handbremsseil ist gekommen, das werde ich nachher hier noch einbauen. Und dann sind wir mit unserer Hinterachse wirklich duttig, waren die komplett fertig. Was der Ralf vorhin auch schon ausgebaut hat aus dem weißen 200er, das sind hier diese Querlenker. Da haben wir ja gesagt, die machen wir hier, oh Gott, schon wieder Licht. Immer dieses Licht, ach warte mal, ah, ich habe da ja jetzt eine Lampe dran. So. Du siehst endlich was. Ich sehe ja was, Mensch. Hat ja Micha gestern umgebaut. Oh, das ist aber schwach. Sehr schwach. Ah, jetzt besser. Eben haben wir ja gesagt, die Querlenker, die bauen wir hier um. Zum einen, weil hier die Gummis gerissen sind. Und zum anderen, ja, die sehen einfach neuwertig aus. Ne? Warum soll man das nicht verwursten? So, um jetzt hier mal einen Durchblick zu bekommen, was hier alles in der Halle 77 an diesen weißen, roten und nochmal weißen Audi passiert ist. Ich versuche euch den Werdegang der Tubabus hier zu machen. Du lachst schon, Julia, warum lachst du? Weil ich das, glaube ich, schon dreimal erzählt habe. Echt? Ja. Ich hätte es das vierte Mal. Stoßdämpfermäßig habt ihr, hast du, ah, ich sehe, du hast schon was in der Hand. Das ist der Stoßdämpfer vorne. Oh, das war ein sogar super guter. Gutes Spax-Fahrwerk, aber wie du siehst, hier ist alles einstellbar. Eine Luftpumpe hast du. Ja, und das hatten wir vorne links nämlich gemerkt. Ja, das war, das war ein einstellbares Fahrwerk sogar. Ja. So, und jetzt fragen sich die Leute ja, welcher Stoßdämpfer ist denn jetzt in dem roten? In dem roten ist jetzt der Stoßdämpfer von dem da. Was ist denn dann jetzt mit dem 300er passiert? Und das war nämlich so ein bisschen verwirrend, also zumindest war es verwirrend für den Sven, weil Federbein bedeutet nicht automatisch Stoßdämpfer, weil das ja hier, die Stoßdämpferpatrone habt ihr gerade gesehen, hier in dem Rohr drin sitzt. Genau, ist mein Einsatz. Hier hat sich eigentlich nichts verändert, außer die Bremsanlage und das Federbein, weil die Bremsanlage natürlich an dem Federbein, ich mache hier mal Licht an, hier geschraubt ist. Da ist die Verschraubung des Federbeins, auf der anderen Seite sieht man es. Und hier ist das Federbein von der UFO-Bremse und die ist ganz anders verschraubt, wie ihr seht. Und deshalb mussten wir die Federbeine tauschen in dem Falle und nicht nur die Bremsanlage. Genau. Ja. Und dafür mussten natürlich die Dämpfer von dem nach da. Aber was ich jetzt schon mal sehe, ich glaube, der weiße Audi wird sehr schwer den Rollbereich zu bekommen. Ne? Nee, eigentlich nicht. Hier haben wir die ganzen Ölreste, die wir da einbauen können. Habt ihr nicht gesagt. Ja, rein technisch gesehen braucht ihr den Stoßdämpfer. Den Stoßdämpfer müssen wir ja einbauen, weil sonst hat das Ganze ja keinen Halt. Ja, richtig. Naja, ich gehe zu 90% ja auch davon aus, dass das Auto zum Björn geht, zum Autevo. Zur Not können wir die Federn, weil da waren ja H&R-Federn drin in dem Roten, die waren an der Hinterachse, war sehr, sehr, sehr stark verrostet. Zur Not bauen wir die aus, lassen die neue Pulver beschichten, neu von vielleicht von H&R ein paar neue Nummern drauf machen, dass wir uns die wieder zurückgeben lassen, wenn der den Wagen geschlachtet hat. Ja, das Geile ist, der Audi 300 ist ja soweit fertig. Ihr müsst jetzt nur noch Räder drauf, Bremse entlüften und dann ist das Auto, was an Ersatzteile bekommen hat, von diesen Fahrzeugen, fertig, ne? Ja. Ich glaube, Jan, du hast noch mal Bremsschläuche hinten gemacht beim 300er, ne? Genau, er ist jetzt komplett entlüftet. Ich muss jetzt nur noch meine Anzugstelle wieder verziehen. Und dann können wir auch schon an unser Problem der Fahrzeugpumpe gehen. Das wird auch noch lustig, weil wir machen ja auch noch ein Video zum Thema Abstimmen mit dem Auto. Und da haben wir die Kraftstoff. Also noch ist die Kraftstoffpumpe nicht umgebaut, aber wir bauen sie um. Aber hier sieht man, Bremsschläuche sind auch neue reingekommen. Und das Fahrwerk war ja von dem Auto, ich weiß gar nicht, was ich hier eingebaut habe, aber hier sind Koni-Dämpfer drin. Das war ja früher nur Tieferlegungsfedern, wo wir noch auf der Quattro-Legende waren, waren nur Tieferlegungsfedern drin und keine Sportstoßdämpfer. Und das ist das Auto gewippt wie ein Eumel. Und jetzt haben wir da ein paar Konis reingemacht und das fährt echt gut. Der 200er hat jetzt die besten Teile bekommen. Der Julian wird wahrscheinlich auch ausreichend gezeigt haben. Kannst du das bestätigen? Ja. Da oben, der Sven kann es auch bestätigen, dass wir jetzt hier aufräumen. Also es werden noch Restarbeiten gemacht. Der Ralf schraubt gerade vorne noch den ABS-Sensor und sowas rein. Dann Räder drauf. Dann kann der Weiße, der kommt dann hier weg. Und der Rote geht zu Markus zum Lackieren. Aus 3 macht 2.
sozusagen, genau. So könnte man sagen. Aus 3 macht 2 und trotzdem haben wir noch ein vollständiges Auto. Und was damit passiert, werdet ihr erfahren im nächsten Video, wenn wir was über den Audi 200 zeigen. Also bis dahin, ciao.